Wir werden heute wieder eine Hauptquest mal machen. Keinen Fähigkeitspunkt und das fehlt uns auch noch. 400, ja, ich möchte gerne nämlich das freischalten. Das heißt, gibt es auch ein paar schöne Sachen. Aber egal. Weiter geht's jetzt einmal. Wir werden das Hauptquest machen hier. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Wow. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Waldläufer! Unser Leben hier erfordert Opfer. Wir schützen Gondor. In diesem Ödland sichern wir das Wohlergehen unserer Lieben und unserer Heimat. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen standhaft sein. Wir dürfen nie unsere Pflicht vergessen. Der Hauptmann wird nie müde zu reden. Ich kenne das schon.
Waldläufer, wie ist dein Name? Entschuldigung. Ungehorsam wird hier nicht geduldet. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Okay. Ich glaube, ich sollte mich mit dem Hauptmann... So. Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was Sichtbares freischalten. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Du hast ja vorhin gar kein Sklavenfleisch gegessen. Ich wollte... Eins. Alles, was ich will, ist der Kopf dieses stinkenden Tars. Die Natur gedeihte nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. So. Wenn nicht bald jemand eine erfolgreiche Jagd veranstaltet, dann werden wir hier allesamt verhungern. Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei noch Hilfe. Weg. Wir werden schon bald genug zu so, vorbei hier. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Die Ghule wissen, dass wir hier sind. Ich spüre, wie sie unter meinen Füßen umherkriechen. Okay. Sorry. Die beste Strategie ist es, ungesehen zu bleiben. Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen.
Ist ja schon bis jetzt. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Sehr schön. Gefertigt von Drohnenherrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Oh oh. Okay, dann legen wir mal los. Wir werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Das war souverän. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Der Höhle liegt vor uns. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen hart. Tschüss. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Torvin.
Der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Na, ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Erzähl mir von deiner Vision. Na gut. Tambor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Oh. Gibt es eine komplett neue? Armee dann. Aber na gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann und rein. Ciao.